dass man sagen kann, ich kann jederzeit laden, wann ich will. Da sind viele Elektroautos, da wird sehr viel Strom verbraucht. Kann es eigentlich gar nicht zu einer Netzüberlastung kommen? Es ist schon was anderes, ob ich mir abends eine Pizza im Ofen warm mache oder ob ich mein Elektroauto über 6 Stunden mit 11 kW lade. Und ich verspreche Ihnen, um 6 Uhr ist das Ding geladen. Wann wir es laden, das machen wir. Jetzt habt ihr ein Positionspapier veröffentlicht. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu Gast sind wir am EUREV-Gelände. Und obwohl ich vielleicht so aussehe und obwohl es vielleicht so ein bisschen so aussieht, ich bin nicht beim Friseur, obwohl es um das Thema Spitzenglättung geht. Der erste Lacher. Und bei mir ist Matthias vom BEE e.V. Matthias, schönen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir mal so ein bisschen über dieses Thema Spitzenglättung reden, was ja bei einigen die Emotionen hochwallen lässt. Und ich würde aber vorschlagen, bevor wir in die Tiefe gehen, stell dich doch bitte erstmal natürlich nicht nur dich, sondern auch den BEE vor. Genau, sehr gerne. Also mein Name ist Dr. Matthias Stark. Ich bin Leiter Erneuerbare Energiesysteme beim Bundesverband Erneuerbare Energien. Wir sind der Dachverband für alle erneuerbaren Spartenverbände. Das heißt also der BWE, der Windverband ist dabei, der BSW, der Fachverband Biogas und so weiter. Und wir vertreten faktisch die Interessen der Erneuerbaren und natürlich auch die Fokussierung auf die Energiewende. Spitzenglättung. Fangen wir mal vielleicht mal da an. Also wenn man sich so die Zulassungszahlen zum Beispiel von Elektroautos anguckt, spätestens seit Sommer nächsten Jahres ist eigentlich irgendwie allen klar, da geht was. Ja, also wir haben schon recht hohe Zulassungszahlen. Ich weiß gar nicht, wo die im Moment liegen. 20.000, 30.000 pro Monat, das ist eine ganz schöne Menge. Und logischerweise machen sich natürlich immer mehr Leute darüber Gedanken, klappt das eigentlich mit dem Laden auch in Zukunft in unseren Stromnetzen? Die ganzen Wallboxen, die jetzt überall rausgehauen werden, montiert werden, sind ja überwiegend alle im Niederspannungsnetz, also sprich an dem klassischen untersten Verteilebene installiert. Und jetzt kriegen wir natürlich auch ständig auch von euch Fragen und Kommentare auf unsere Videos, die wir machen. Kann nicht funktionieren, die Stromnetze brechen zusammen, du kennst das alles. Und jetzt ist ja schon seit längerer Zeit in der Diskussion so eine Sache rund um etwas, was sich irgendwie Spitzenglättung nennt. Und Matthias, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, worum es da eigentlich genau geht. Genau, sehr gerne. Also zumal das auch wirklich ein hochemotionales Thema natürlich ist. Und das geht im Grunde darum, dass wir in Deutschland die Netze, die wir vor Jahrzehnten gebaut haben, mit einem gewissen Gleichzeitigkeitsfaktor ausgelegt haben. Das heißt, wir haben zwar hohe Verbräuche, die wir alle haben, zum Beispiel den Herd, der bezieht 3 bis 4 kW, aber wir kochen nicht alle gleichzeitig. Wir sind auch nicht alle gleichzeitig zu Hause, manche lassen sich auch was liefern. Das heißt, in Summe verschneidet sich das so ein Stück weit. Und die Netze sind dementsprechend so ausgelegt, dass sie zwar auch hohe Verbräuche einzelner Kunden realisieren können, aber mit geringen Gleichzeitigkeitsfaktoren. Und je höher dieser Gleichzeitigkeitsfaktor wird, umso schwieriger wird es, weil natürlich der Trafo, der Ortsnetztrafo, also der letzte Engpass, wenn man so möchte, bevor es dann zum Netzstrang geht, der ist dann faktisch die Kenngröße, weil er definiert die Leistung, die über ihn rübergezogen wird, die Leitungen, die da ranliegen, definieren die Leistungen. Und wenn also hinter einem solchen Ortsnetztrafo im Netzstrang mehr Leistung gezogen wird als der Ortsnetztrafo kann, kommt der Schutzschalter und in dem Sinne, im Worst-Case-Fall, würde dann für den gesamten Netzstrang ein Stromausfall existieren. Und genau darum geht es in dem Paragraph 14a. Da gibt es zwei Ansätze, die stark diskutiert werden, auch hoch emotional diskutiert werden. Es gibt den regulatorischen Ansatz der Netzbetreiber, die also eine netzorientierte Fahrplanweise sich vorstellen, indem sie also sagen, wir schließen euch an, aber im Falle, dass wir sehen, dass es einen Netzengpass gibt, innerhalb des Ortsnetztrafos können wir euch runterregeln. Wir sind dann die Netzbetreiber oder die Stromversorger? Die Netzbetreiber. Na, die Stromversorger sehen das ja letztlich gar nicht. Ganz genau. Aber der Netzbetreiber sieht es. Ja, müsste man meinen. Sollte man meinen. Ja. Die meisten Netze sind nicht digitalisiert. Also es gibt eine Vielzahl an Netzen, die immer noch sogenannte Schleppzeiger haben, also reine physikalische Zeiger. Gehen wir mal von dem positiven Fall aus. Er würde es sehen, würde er dementsprechend das erkennen und hat dann das Recht, dementsprechend zu schalten. Und den 14a, der ist auch schon etwas älter, den gibt es schon sehr lange. Und bisher war er halt sehr
sehr, sehr offen gehalten. Das heißt, es war kein Must-Have, sondern ein Nice-to-Have. Und man konnte mitmachen, man musste nicht mitmachen. Darf ich noch ganz kurz unterbrechen? Mitmachen heißt jetzt was? Also Entschuldigung. Das muss man vielleicht nochmal erläutern. Der 14a definiert diejenigen, die unter den 14a sich fallen lassen, dass sie akzeptieren, dass der Netzbetreiber zu gewissen Zeitfenstern den steuerbaren Verbraucher, der darunter fällt, auch abschalten können. Für eine gewisse Zeit, aber nur für eine gewisse Zeitspanne. Okay. Das heißt also, wir haben das ja öfters schon mal im Kanal thematisiert gehabt und ihr wisst es ja, bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, ich habe eine Wallbox, die über einen separaten Zähler eben sozusagen sich, ja, wie du gesagt hast, quasi diesem Paragraphen 14a unterwirft. Ich kann also nicht die ganze Zeit meine Wallbox betreiben, sondern an zwei Zeiten, das ist bei uns im Netzbereich der EDIS, wird der Zähler einfach hart abgeschaltet und da kann ich machen, was ich will, da kommt kein Strom. Der Vorteil, den ich davon habe, ist ein geringertes Netzentgelt, also so steht es im § 14a drin. Und jetzt ist es so, du sagtest es ja so schön, wir haben einen massiven Zubau, den wir auch dringend benötigen für die Energiewende, gerade auch im Bereich der Sektorenkopplung, denn wir brauchen für die Dekarbonisierung natürlich auch die anderen Sektoren. Und dieser Zubau passiert in einer dermaßen starken Beschleunigung, dass die Netze so nicht hinterherkommen mit dem Netzausbau. Temporär nicht hinterherkommen. Sie werden natürlich ausgebaut, aber nicht überall zur gleichen Zeit. Da geht es aber jetzt, ich falle ja immer ins Wort. Kein Problem. Da geht es aber jetzt natürlich nicht nur um den Aufbau von Ladeinfrastruktur, von Wallboxen in dem Fall, sondern da geht es auch zum Beispiel, ich habe mal neulich gelesen, inzwischen ist die Wärmepumpe die beliebteste Heizungsart in Neubauvierteln. Und das fällt dann wahrscheinlich auch darunter. Das fällt auch darunter, genau. Also steuerbare Verbraucher, so zusammengefasst, das wären jetzt im adäquaten Teil, wären das also natürlich die Wärmepumpe für den Sektor Wärme und die Elektromobilität im Bereich jetzt der Mobilität. Okay. Und aufgrund dieser Diskrepanz, die wir haben, also einem begrenzten Volumen an Leistung, was ich halt physikalisch vorgegeben habe und dem Wunsch und der Realisierung eines erhöhten Bedarfes, wird jetzt also in diesem § 14a dieses nice to have, also man kann mitmachen, man muss nicht mitmachen. Ich zum Beispiel habe auch eine Wärmepumpe und habe keinen zweiten Zähler installiert. Kommt jetzt so, dass man also sagt, okay, wir brauchen jetzt gewisse Spielregeln, weil wir halt nicht mehr, weil wir an physikalische Grenzen kommen, die wir irgendwie auch beachten müssen. Weil am Ende, muss uns allen immer klar sein, am Ende gewinnt immer die Physik. Also wenn zu viele Leute ziehen, egal ob der Netzbetreiber eingrifft, dafür ist der Schutzschalter da, dann kommt er und setzt komplett den gesamten Netzstrang halt spannungsfrei. Also unser Stromnetz ist eben nicht die berühmt-berüchtigte Kupferplatte, wo man beliebig viel von A nach B jederzeit transportieren kann, sondern es gibt einfach eine Limitierung wie im Straßennetz. Genau. Nur dass es eben dann im Stromnetz einen Ausfall gibt und in der Straße gibt es halt einen Stau. Richtig. So. Richtig. Aber okay. ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und jetzt bezogen auf den § 14a, also wie gesagt, die Netzbetreiber haben da sich, nicht nur, aber größtenteils natürlich auch Gedanken gemacht. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir wissen ja, dass es zu einem Netzproblem kommt, also lasst uns schalten. Und im Grunde genommen ist das ein Weg, dieses Problem zu lösen. Es gibt insgesamt zwei Wege. Entweder macht es der Netzbetreiber, er hat die Information, oder es macht der Markt. Aber wie du schon richtigerweise sagst, der Markt geht in Deutschland davon aus, dass es eine Kupferplatte gibt. Er kennt keine Netzengpässe. Bedeutet, dass er sich gar nicht an diese Grenzen halten kann, weil er sie nicht kennt. Das heißt, er muss also, damit er sich daran halten kann, er muss diese Grenzen kennen. Und deshalb gibt es diesen emotionalen Austausch, auch unterschiedliche Modelle, auch unser Modell, was wir jetzt gemacht haben, die mehr oder weniger versuchen, von unterschiedlichen Seiten, aber mit dem gleichen Ziel, nämlich der größtmöglichen Integration von Sektorenkopplungstechnologien, das halt im Einklang zu behalten mit der Physik, die wir halt auch im Netz einfach haben. Das können wir ja so nicht einfach verändern. Und wenn ich jetzt darauf eingehen sollte, der § 14, relativ einfach gesagt, ist jetzt also ein Must-Have. Jemand, der sich neu anschließen will, muss darunter fallen.
Er muss bereit sein, der Vorschlag damals im Januar, der wurde ja zurückgezogen, aber wenn wir uns darauf beziehen vom BMWi, der sah damals vor, dass man gesagt hat, 120 Minuten pro Tag kann der Netzbetreiber schalten. Das ist jetzt also keine wie heute vorgegebene Zeit, von 17 bis 19 Uhr zum Beispiel, sondern es sind einfach 120 Minuten irgendwann. Okay, im Laufe eines Tages. Im Laufe eines Tages zum Beispiel. Egal wie lang es ist, aber er darf es halt entscheiden, wann. Und der Netzbetreiber kann dementsprechend steuern. Jetzt hast du gerade gesagt, man muss sich dem unterwerfen. Nur mal zur Erklärung, jemand, der sich jetzt zum Beispiel eine Wallbox über KfW zum Beispiel besorgt, klassischer Fall, ne? muss aber jetzt nicht unbedingt seine Wallbox unter 14a, der kann das auch ganz normal ans Hausnetz anschließen oder fällt der schon automatisch unter 14a? Das ist halt die Frage in Bezug auf, wie der 14a ausgeprägt ist. Ah, okay. Also das ist halt etwas, wo wir... Das wissen wir noch nicht, also zumindest aus meiner Sicht wissen wir das nicht. Wir gehen mal davon aus, dass der sich darunter werfen muss, weil es ist ja das Ziel des § 14a, dass steuerbare Verbraucher dementsprechend auch steuerbar werden. Wenn man die Grenze zu hoch legen würde, also sagen würden, auf 12 kW muss man nur anmelden und unter 14a fallen, dann würde das Gesetz ja ins Leere laufen. Das Gesetz hat das Ziel, die steuerbaren Verbraucher, die Großverbraucher entsprechend auch steuerbar zu halten. Demgegenüber... Also dieser erste Ansatz führt halt dazu, dass der Netzbetreiber eingreift und ich selbst nicht unbedingt Herr meiner Lage bin. Das führt natürlich bei dem einen oder anderen zu emotionalen Rahmen, wo er sagt, naja, aber ich will meine Freiheit, ich will meine Flexibilität. Und dementsprechend gibt es einen Gegenvorschlag, der damals ausgeprägt worden ist, und zwar Preisanreizmodelle. Eines der bekanntesten ist zum Beispiel das Consentec-Modell. Und Preisanreizmodelle definieren jetzt also sowas Ähnliches, indem sie nämlich sagen, dass der Netzbetreiber bitteschön Preise, also Netzentgeltreduktionen pro Tag vorgeben soll. Auch das passiert pro Tag, pro in der jeweiligen Stunde. Und er versucht damit also genügend Mengen aus den schwierigen Zeiten, sagen wir mal, wenn man nach Hause kommt, Elektromobilität, 17 bis 19 Uhr, in die Nachtstunden zu verschieben. Das ist die Idee dabei. Das Hauptproblem allerdings, oder die Hauptherausforderung ist natürlich, diese Preisanreizmodelle sind keine Mengenmodelle. Und ich brauche aber zur Sicherheit meines Netzstranges ein mengengesteuertes Modell, weil ein Preisanreizmodell, wenn ich das falsch auslege, wenn zu wenig mitmachen, habe ich weiterhin das Problem in der 17 bis 19 Uhr Spanne zum Beispiel. Wenn zu viele mitmachen, kann ich faktisch das Problem zwar um 17, 19 Uhr verringern. Aber ich verschiebe es. Ich verschiebe es aber um 2 Uhr, auf 3 Uhr. Ja, ja. Dementsprechend habe ich dann dort das Problem. Und ob ich jetzt einen Netzausfall um 2 Uhr habe oder um 19 Uhr, ist für viele wahrscheinlich nicht unbedingt kriegsentscheidend. Es ist halt das Problem, dass dann ein Ausfall passiert. Ich glaube, an der Stelle sollte man vielleicht auch nochmal sagen, für alle, die jetzt so ein bisschen einsteigen und sich vielleicht ein bisschen wundern, es ist schon was anderes, ob ich mir abends eine Pizza im Ofen warm mache für eine halbe Stunde oder ob ich mein Elektroauto über 6 Stunden mit 11 kW lade. Und vor allem, wenn nicht nur ich das mache, sondern wenn das im Prinzip auch immer mehr machen. Ich glaube, das ist das Problem, worüber wir reden. Richtig, wobei man etwas vorsichtig sein muss. So ein Ladezyklus für normalen, also jemand, der sich täglich lädt, so eine Stunde, anderthalb Stunde bei einer Wallbox. Aber ja, also es ist halt genau das Thema, wenn ich zum Beispiel jetzt Kochen zum Beispiel nehme heutzutage. Wir kochen, wenn meine Frau kocht zum Beispiel, dann dauert das eine Stunde. Ja? Aber real kochen, also wo der Herd wirklich an ist, wo sie nicht vorbereitet oder so, das ist nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Das heißt also, die Überschneidungszeitfenster von dem, wie meine Familie kocht, zu dem von meinen Nachbarn, kann sich überschneiden, muss sich aber nicht überschneiden. Je länger aber die Zeiträume sind, die ich dann direkt auch anhabe, den Herd, umso häufiger passieren dann diese Gleichzeitigkeitsfaktoren und erhöhen diese, was wir am Anfang hatten, diese Gleichzeitigkeitsfaktoren, was wiederum problematisch für das Stromnetz ist. Und das ist dann letztlich der Grund, warum halt Wallboxen angemeldet werden sollen, damit der Netzbetreiber weiß, wo es lang geht. Jetzt habt ihr ein Positionspapier veröffentlicht. So, und ihr habt jetzt ein Modell, und da habe ich was mit Auktionsmodell gelesen. Und als ich das erste Mal so überflogen habe, da dachte ich zuerst so, um Himmels Willen muss ich jetzt bieten, um Strom zu kriegen.
Der eine schaltet mir den Strom ab, bei eurem Modell muss ich bieten, das ist es mit Sicherheit nicht. Nein. Kannst du mal euer Modell mal als, ja, du hast es ja gesagt, ihr steht ja auch für die ganze Branche der erneuerbaren Energien und da habt ihr euch bestimmt was Gutes ausgedacht, oder? Das definitiv. Genau. Also der Hintergrund ist einfach diese hochemotionale Debatte, die seit Jahren geführt wird, wo beide Lager, die Netzbetreiberlager und auch die der Flexibilitäts, des Flexibilitätslagers, sich zum Teil unversöhnlich gegenüberstehen, hatten wir überlegt, dass wir hier einen neuen Ansatz brauchen, weil, wie gesagt, weder der Netzbetreiberansatz, also der § 14a mit seinem Struktur, noch, also, genau, noch das Abschalten, noch der Preisansatz sind langfristig tragbar. Warum? Das ist vielleicht noch von vorne, bevor ich dann reingehe. Und zwar auch der Preisanreiz muss zur Not immer die Möglichkeit haben, dass der Netzbetreiber abregelt. Weil wenn zu wenig oder zu viel mit dabei sind, muss der Netzbetreiber einregeln. Und genau da liegt das Problem an der Sache. Der Netzbetreiber regelt und schützt damit das Niederspannungsnetz, was vorteilhaft ist. Aber er unterbricht auch eine Transaktion. Mhm. Und in Deutschland muss man sich vorstellen, damit das Netz, das Stromnetz funktioniert, muss Einspeisung gleich Ausspeisung sein. Ein bestes Beispiel dafür ist die Frequenz, 50 Hertz. Man kann sich das vorstellen wie ein Wasserschlauch. Ja? Wenn ich mehr Wasser vorne reindrücke, Einspeisung, als ich hinten rausnehme, Verbrauch, dann steigt der Wasserdruck. Mhm. Und genau das Gleiche ist im Stromnetz, die Frequenz steigt. Was passiert jetzt, wenn also der Netzbetreiber eine Transaktion unterbricht zwischen einem Erzeuger und einem Verbraucher? Der Verbraucher fällt weg, der Erzeuger ist aber immer noch da. Der speist ein, obwohl hier kein Verbraucher mehr ist. Das erzeugt eine Erhöhung der Netzfrequenz, was dazu führt, in einem entsprechenden Rahmen, also jetzt nicht bei 1.000 Autos, aber sagen wir mal 100.000 Autos, das entspricht ungefähr so 1% der Autos im Jahr 2030, also E-Autos, nach Plan, dann wären das dann schon knapp 1,5 Gigawatt. Und 1,5 Gigawatt haben schon einen immensen Auswirkung auch auf die Netzfrequenz, wenn sie dann ungesteuert reinkommen. Das heißt, je mehr der Netzbetreiber dann schaltet, umso mehr muss der Übertragungsnetzbetreiber, der also die Hoheit auch über die Frequenz hat, Regelleistungskraftwerke künstlich anschalten, um eine Gegenmaßnahme zu definieren. Also um immer woanders den Strom zu verbrauchen. Um den Strom anders zu verbrauchen, weil ich weiß ja nicht, das ist ja gerade das die Herausforderung, wenn der Stromlieferant, also ich bin jetzt ein Stromlieferant und ich verkaufe dir den Strom und ich kaufe diesen Strom an der Börse, dann weiß ich ja nicht, von wem ich diesen Strom gekauft habe. Es ist ja gerade der Sinn und Zweck der Börse. Es ist ja auch eine Auktion zum Beispiel oder sehr anonym von der Sache her. Das heißt, der Netzbetreiber weiß gar nicht, ich habe dich geregelt und er weiß aber nicht, welchen Erzeuger er deswegen abregeln soll. Er weiß nicht, um es mal ein bisschen zu einfach auszudrücken, er weiß nicht, bei welcher Windmühle er anrufen soll und sagen soll, mach mal aus. Richtig. Das natürlich, geht natürlich nicht, aber über einen Übertragungsnetz. Er könnte vielleicht bei dem Kohlekraftwerk anrufen und sagen, ich habe hier gerade 2000 Voltboxen abgeschaltet, nimm mal eine Schippe Kohle raus. Aber genau da sind wir dann in der Regelleistung. Sind wir dann in der Netzdienstleistung, wo er dann wirklich sagt, die Netzfrequenz ist zu hoch. Und dementsprechend muss ich jetzt also Erzeugung runterfahren. Und deswegen ist unser Vorschlag jetzt in der Form, dass wir uns auf das Altbewährte eigentlich gesetzt haben, weil unser Vorschlag basiert nämlich in einer Analogie zu einem System, was seit 2 Jahrzehnten schon existiert. Und zwar haben wir den sogenannten grenzüberschreitenden, also Grenzkuppelleistungsauktionen in Deutschland. Das heißt, wir haben ja nicht nur in Deutschland eine Strombörse, sondern auch in anderen Ländern. Und die sind miteinander verknüpft. Und auch dort kann man Strommengen von A nach B verkaufen. Aber der Strom muss auch wirklich in B ankommen. Bedeutet, also auch hier kann ich nicht mit einer Kupferplatte rechnen. Auch hier muss ich über einen Bottleneck, wie man so schön sagt, rüber. In dem Falle die Grenzkuppelleistung. Und nur bis zu dieser Grenzkuppelleistung kann ich auch den Strom von der Börse A in der Börse B anbieten. Also das wäre jetzt sozusagen der berühmt-berüchtigte Fluss von Kernkraftstrom nach Deutschland und von Solarstrom von Frankreich nach Deutschland und umgekehrt. Das geht, das wird gemacht.
Aber nur in der Grenze. Zu einer bestimmten Grenzleistung, die auch wieder bestimmt wird durch die Leistung der Kuppelleitung. Durch die Grenze, genau, durch diese Leistung. Und genau das können wir jetzt transferieren wahrscheinlich auf das Niederspannungsnetz. Richtig, irgendwie. Genau. Okay. Und das adaptieren wir, weil wir genau das gleiche Problem nämlich auch haben wie damals. Mhm. Wir haben einen begrenzenden Faktor, nämlich in dem Fall der Ortsnetztrafo, über den ich rüber muss. Oder beziehungsweise aus dem ich erstmal Netz beziehen muss. Und genau darum geht es. Das heißt, unser Vorschlag sieht vor, dass die Netzbetreiber entsprechend die Netzstränge definieren, in denen es zu einem Problem kommen soll. Nämlich nur die fallen darunter, nicht alle. Soll oder kann? Soll. Die müssen das machen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Mhm. Weil ohne Digitalisierung, ohne Wissen, was ich mache, bringt auch eine Schaltung nicht wirklich etwas. Das heißt, sie müssen definieren, in welchen Netzsträngen ich ein Problem habe. Diese Netzstränge werden dann für ein Jahr, warum ein Jahr, damit man das basierend auch auf den Netzentgelten, die werden ja auch jährlich rausgegeben, auch aus den Stromsituationen heraus, das heißt, dass man das gleichlautend lässt. Und die bleiben so lange da drinne, diese Netzstränge in der Liste, bis dann der Netzausbau kommt und dementsprechend es keinen Netzengpass mehr gibt. Und alle steuerbaren Verbraucher, die in dieser Liste drinne stehen, also die in einem Netzstrang sind, die in dieser Liste stehen, sind dann dementsprechend unter diesem Auktionsmodell. Das heißt, sie bekommen ein reduziertes Netzentgelt dafür, dass sie halt täglich teilnehmen an dieser Auktion. Das werden sie nicht selbst machen. Diese Auktion selbst werden, so wie wir es heutzutage auch haben, ich habe meinen Stromanbieter und natürlich macht mein Stromanbieter alle meine Geschäfte, die ich dafür tätigen muss. Und genauso wird auch dieses Teil des Geschäftes sein, also ein All-Inclusive-Paket, dass der Stromanbieter zum Beispiel sagt, ein Geschäftsmodell könnte zum Beispiel heißen, dass Naturstrom sagt, lieber Herr Stark, Sie stellen Ihr Auto bitte spätestens um 24 Uhr hin und ich verspreche Ihnen, um 6 Uhr ist das Ding geladen. Wann wir es laden, das machen wir. Ah, okay. Also ich versuche das ja immer noch mal so ganz einfach runterzubrechen auf ganz einfache Beispiele. Ich nehme jetzt mal die Straße, in der ich wohne. Ich bin ja so ein Elektroauto-Beobachter und habe festgestellt, wir haben jetzt 11 Elektroautos in der Straße. Das ist wahrscheinlich die Straße im Ort mit den meisten Elektroautos, keine Ahnung. Und da sind vielleicht auch noch ein paar Wärmepumpen jetzt dazugekommen. Und jetzt sagt der Netzbetreiber, Moment, hier habe ich jetzt eine hohe elektrische Last zu erwarten. Oder er hat es vielleicht sogar gemessen und sagt, okay, da ist jetzt so ein Strang, da sind viele Elektroautos, da wird sehr viel Strom verbraucht, auch für Wärmepumpen. Natürlich ist es immer nicht nur eine Straße, es sind ja immer mehrere, aber wir vereinfachen das jetzt mal. Diesen Strang, den stelle ich jetzt unter dieses Modell. Auktionsmodell. Und kriege ich dann als Anwohner dort einen Brief nach dem Motto, hallo, bei Ihnen ist jetzt alles anders? Oder macht es dann der Stromlieferant automatisch? Kriege ich überhaupt als Kunde irgendwas davon mit? Also wir haben natürlich dieses Modell, das steht auch hinten explizit drin, nur in den Grundzügen beschrieben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die ganzen Schleifen drumherum, das können die Netzbetreiber, das können die Lieferanten, das müssen die Marktprozesse, das sind alles Sachen, die können wir im Nachhinein auch besprechen. Es geht erstmal darum, das Modell als solches, als lösungsorientierten Ansatz zu definieren und auch als zielführenden Ansatz zu definieren. Weil das Ziel dabei ist eigentlich gar nicht die Auktion. Interessanterweise geht es gar nicht um die Auktion oder um das Auktionsergebnis in erster Linie, sondern es geht darum, dass nur die, die den Zuschlag bekommen haben, auch verbrauchen dürfen. Das heißt, es geht nur darum, dass man selbst seine Priorisierung oder seine Präferenz, wenn man so möchte, darstellt, in Bezug auf sein Angebot zum Beispiel, und dann sich daran auch hält. Das heißt, dass es halt nicht mehr so ist, dass man sagen kann, ich kann jederzeit laden, wann ich will, weil das funktioniert nicht. Physikalisch komme ich da an Grenzen, nicht in allen Netzen, das muss man auch ganz klar sagen. Also es wird mit einer Vielzahl von Netzen geben, die damit jetzt kein Problem haben. Aber gerade, wenn man sich mal vorstellt, ich wohne zum Beispiel in einem Vorort von Berlin, wo viele Reihenhäuser stehen. Und jeder dieser Reihenhäuser könnte ein E-Auto haben. Mhm. Und das sind eigentlich die Hotzones. Das, also eigentlich gar nicht die Ballungszentren, sondern drumherum. Wo es sehr, sehr viele potenzielle steuerbare Verbraucher auf der Niederspannungsseite gibt. Okay, das heißt, man geht also hin und sagt nicht mehr alle, sondern nur noch buff, buff, buff. Nur noch die interessant sind. Mal hier, mal da, mal da. Matthias,
Können wir denn trotzdem mal für die Zuschauer mal versuchen, mal zu skizzieren? Wir überlegen mal, wie könnte das aussehen? Also der Netzbetreiber hat jetzt aus irgendwelchen Gründen festgestellt, in dem Straßenzug oder in dem Netzabschnitt haben wir diese Situation, da muss was passieren. Was könnte jetzt passieren? Also, ich kriege einen Brief vom Stromanbieter, ich kriege einen Brief vom Netzbetreiber, ich kriege eine andere Wallbox, ich kriege einen anderen Zähler. Könnte man da irgendein Szenario sich mal ausdenken, wie das praktisch aussehen könnte? Also, wie gesagt, ich will da gar nicht zu viel vorgeben, weil das ist halt wirklich Schleifen so. Ja. Aber wenn man sich sehr plastisch vorstellt, könnte man sich vorstellen, die Netzbetreiber definiert mit entsprechender Vorlaufzeit fürs nächste Jahr, dass dein Netzstrang darunter fällt. Dein Netzbetreiber wird nicht nur dich anschreiben, sondern natürlich auch deinen Stromanbieter. Die wissen das. Und dementsprechend wird dein Stromanbieter dir einen Tarif vorschlagen, auch wahrscheinlich einen Standardtarif, allerdings dann in dem Falle standardisiert für Auktionsmodelle, wo er dann dementsprechend dir zum Beispiel vorschlägt, du stellst dein Auto bis 0 Uhr ab, ich habe 6 Stunden Zeit zu laden, wann ich es lade, ist unsere Sache, das klären wir. Wir laden dein Auto, dass es um 6 Uhr voll ist, damit du losfahren kannst. Und das würde dann faktisch passieren. Das gäbe auch das Geschäftsmodell für den Stromhändler, weil der Stromhändler natürlich in dem Moment er preist ja einen gewissen Preis ein, ein Offset drauf. Das heißt, du hast einen geringeren Netzentgelt, aber er sieht halt ein bisschen was von diesem Netzentgelt, packt darauf und sagt, das brauche ich für die Auktion. Ja. Und wenn er von diesem Geld aber nur einen Teil davon braucht, ist das sogar noch ein Benefit für den, also ein Anreiz für den Stromanbieter. Aber grundsätzlich ist es so, dieses Modell hat entscheidende Vorteile gegenüber den ersten genannten beiden Modellen. Ich habe auch nochmal reingeguckt. Das eine ist, dadurch, dass ich klar definieren kann, wer lädt und wer nicht, kann es eigentlich gar nicht zu einer Netzüberlastung kommen. Das heißt, Netzbetreibereingriffe werden auf ein Minimum, so wie wir es heute kennen, vollständig reduziert, was natürlich auch die Bereitschaft zur Investition in Sektorenkopplungstechnologien massiv erhöht. Das Zweite ist natürlich, auf Grundlage dieses minimalen notwendigen Eingriffs habe ich auch nicht das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Redispatches. Das heißt, dass Regelkraftwerke hochfahren müssen. Auch das reduziert die Kosten für die Gemeinheit. Dann habe ich natürlich den Punkt, dass ich auch die Last effektiv ausnutze, die ich da habe. Das heißt, so ein Ortsnetztraf hat so 300, 400 kW und die kann ich bis zu 300, 400 kW natürlich auch nutzen. Und genau das ist die Auktion ja auch. Sie lässt es zu, diese Information zu geben. Du kannst so und so viel Kilowatt noch zusätzlich setzen und dementsprechend kann ich dann das auch dementsprechend ausnutzen. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt mal über das Preisanreizmodell reden, ja, das Netzbetreibermodell ist ja relativ einfach, haben wir natürlich auch den Punkt, dass in dem Preisanreizmodell wir das Problem haben, dass der Netzbetreiber verpflichtet wäre, herauszufinden, wie denn die 150 Kunden hinter einem Netzstrang denn so ticken. Und wie gesagt, wir hatten das vorhin ja kurz, wenn er zu wenig Anreize stellt oder zu viel. In beiden Fällen ist es fehlerhaft. In dem Moment also muss er ständig nachjustieren, weil es ziehen Leute zu, es kaufen sich Leute Wärmepumpen oder Elektroautos. Das Verhalten verändert sich auch unter Umständen. Urlaub mal ganz von alleine. Und das ist das Schöne an diesem Auktionsmodell. Es ist integriert. Diese gesamte Information entsteht nämlich durch das Auktionsergebnis selbst. Die Leute selbst interpretieren ja ihren Rahmen, wo sie dann sagen, für den Preis würde ich das machen. Und wenn ich jetzt sage, also ich meine, da steckt ja irgendeine Regelung steckt ja dahinter. Ne? Es wird irgendwas wird geregelt nachher, um eben diese Überlastung zu vermeiden. Wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock daran teilzunehmen, möchte so wie bisher immer meine 22 kW laden, egal was ist, wenn ich da sage, mache ich nicht mit. Wirklich nicht? Naja, es gibt ja die Überlegung, was wir jetzt nicht mit reingemacht haben, weil das gehört auch nicht zum Auktionsmodell, das wäre dann wieder so eine Schleife. Aber nehmen wir mal an, es gäbe auch, so wie auch jetzt im § 14a Vorschlag, es gäbe eine Möglichkeit, sich frei zu kaufen, egal wie teuer das jetzt wäre. Dann ist das ziemlich unsozial, weil das Freikaufen bedeutet ja nichts anderes, als dass der Netzbetreiber diese Menge, sagen wir 22 kW, dir zur Verfügung stellt, und zwar 365 Tage, 24 Stunden. Aber anderen dann was wegnehmen muss.
Die anderen haben dann einfach weniger. Ja, ja. Stell dir mal Folgendes vor, du hast so ein Ortsnetztrafo, der hat so 300, 400 kW. 150 kW sind für den herkömmlichen Verbraucher und die restlichen 150 kW hat er frei. So. Und du kommst und sagst in deiner Straße, ich hätte gerne 22 kW. Dann hat er für die restlichen in deiner Straße nicht mehr 150, sondern nur noch 128 kW, die er übrig hat. Das heißt, im Umkehrschluss, es kann sogar dazu kommen, wenn dann mehrere Leute sich da einfach freikaufen, dass der Netzbetreiber ab irgendeinem Zeitpunkt, und das wäre das Schlimmste, was passieren kann, sagen muss, einem, wenn er nämlich keine freie Kapazität mehr hat. Du kriegst keine Wallbox mehr. Mhm. Du kriegst keine Wallbox mehr, ich kann dich nicht anschließen bis zum Netzausbau. Und jetzt, dann würde die Sektorenkopplung massiv in die, in die Begrenzung fallen. Und das Schlimme an der Sache ist ja noch, das kommt noch dazu, wenn wir heutzutage uns ein Auto kaufen, wenn wir uns eine Heizung kaufen, dann warten wir ja nicht 3-4 Jahre, bis das Netz ausgebaut ist. Wenn ich eine Wärmepumpe brauche, weil ich ein Haus gebaut habe oder weil meine Heizung kaputt gegangen ist und ich möchte sie umsetzen und der Netzbetreiber sagt mir, ich kann dich nicht anschließen in den ersten 3-4 Jahren, dann entscheide ich mich für eine andere Technologie. Ja, das kann auch eine grüne Technologie sein, Pelletheizung oder wie auch immer. Aber die es könnte aber auch eben wieder Gas sein. Es könnte aber auch wieder 20 Jahre. Und das sind dann stranded Investments. Mhm. Das ist dann der Punkt, auf den wir dann hinaufkommen. Deswegen haben wir das auch bei uns nicht mit drinne, dieses Rauskaufen, weil es ist sozialer, wenn alle gleich behandelt werden. Das werden sicherlich einige auch mal verarbeiten müssen. Überhaupt, dass man wirklich so dieses Bewusstsein dafür, dass eben wir nicht unendlich viel Strom transportieren können. Und wir reden ja auch über den Transport eigentlich und über die darüber, dass die Netze weiter verlässlich funktionieren. Und wir reden ja gar nicht über die Erzeugung irgendwie heute, sondern nur über den Transport. Und damit das geht, und muss man halt wirklich verstehen, und das ist sicherlich nach wie vor schwierig für einige zu verstehen oder auch zu akzeptieren, dass es da eben im Moment vielleicht zu Grenzen kommen kann. Ne? Ich muss, aber kann, und dass man dann irgendwie eingreifen muss. Das Schöne an unserem Modell sind zwei Punkte, die noch ganz wichtig sind. Das eine ist, das hatte ich vorhin kurz in jedem Satz erwähnt, dass ein Netzstrang auch wieder rausfallen kann. Sobald nämlich der Ausbau stattgefunden hat, ist das kein Netzproblem mehr. Und in dem Moment bin ich wieder genauso wie auch heute frei in der Entscheidung, wann ich lade und wie ich lade. Und das zweite ist, wir hatten das vorhin ganz kurz angesprochen, wie erkennt eigentlich der Netzbetreiber, wo er jetzt gerade meistens ausbauen soll? Das Auktionsergebnis gibt uns auch hier wiederum das immense Faktum. Warum? Weil ich in dem Moment in einem Netz, was man denkt, dass im Netzengpassgebiet liegt, aber was noch nicht wirklich netzengpasstechnisch drin ist, wird Auktionsergebnisse haben, die liegen bei null. Das heißt also, in Wirklichkeit gibt es da keine Zusatzkosten. Und je mehr wir uns im Netzengpass bewegen, werden die Auktionsergebnisse natürlich auch höher werden. Das heißt, der Netzbetreiber muss nichts weiter tun, als die Auktionsergebnisse auszuwerten und kann genau erkennen, in welchen Netzen er in der nächsten Zeit sich auch ransetzen muss und wirklich ausbauen muss. Also es gibt sogar noch einen schönen Zeiteffekt, den diese Auktionsergebnisse halt dementsprechend haben. Und das muss nicht teurer sein. Also das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Es muss nicht teurer sein als das heutige System. Es geht einzig und allein aber darum, dass wir verstehen müssen, dass wir uns an gewisse Spielregeln halten müssen, weil die Physik, die können wir nicht ändern. Und die können wir über den Zeitrahmen natürlich ändern. Aber wie du es so vorhin so schön sagtest, das sind A, Kosten, natürlich auch B, Personal. Man kann nicht von jetzt auf gleich 500.000 Netzstränge verändern in Deutschland. Das heißt, das sind Jahre, die wir da aufbauen müssen. Ja. Und in diesen Jahren, in dieser Übergangszeit, bedarf es eines Modells, was halt auch wirklich die Möglichkeit schafft, Spielregeln zu schaffen, an die sich alle halten können, die aber so weit ausgeprägt sind, dass wir halt in der Lage sind, Investitionen immer noch anzureizen in Sektorenkopplungstechnologien, also Ängste wegzunehmen, dass das dann auf einmal nicht mehr funktionieren würde. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch Sicherheiten schafft für die Netzbetreiber in Bezug auf den sicheren Betrieb ihrer Netze. Matthias, ich könnte mich mit dir bestimmt jetzt noch die nächsten 2 Stunden weiter über dieses Thema unterhalten. Und ich glaube, wir haben euch heute viele, viele Informationen gebracht und vielleicht auch ein Stück weit zugemutet. Aber ich glaube, dass das unendlich wichtig ist, damit das mit der Elektromobilität und der Sektorenkopplung, erneuerbare Wärme, Wärmepumpen und so weiter und so fort, dass das weitergeht. Und es wird Veränderungen geben, aber die müssen ja nicht schlecht sein. Im Gegenteil, vielleicht sind sie ja dann insgesamt
Also wirklich sehr, sehr positiv. Ich finde es ein super spannendes Modell. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mal morgens irgendwie bei einer Auktion mitmachen muss, um für meinen Strom zu bieten. Ich habe das jetzt verstanden. Und wie gesagt, wir quatschen vielleicht nach hinter der Kamera noch ein bisschen weiter. Und ansonsten sage ich jetzt an der Stelle erstmal, machen wir erstmal Schluss. Wir gucken mal, es kommen bestimmt ganz... Ich sehe es jetzt schon, gefühlt 2000 Kommentare unter dieses Video, und wir werden das beobachten und vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil nachgefragt oder irgendwie sowas vielleicht mal machen, weil ich glaube, das wird für rege Diskussionen sorgen, im positiven wie im negativen Sinne. Ich finde es ein sehr spannendes Modell. Ich finde es auf jeden Fall besser, als einfach zu sagen, abzuschalten. Genau. Ja, obwohl mich persönlich das jetzt nicht stört, aber andere wird es stören, und ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, wie, ich kann um 17 Uhr nicht laden, was soll das denn? Ich muss noch zu Tante Frieda. Und damit das geht, brauchen wir da ein intelligentes Modell. Also Köpfchen statt Kupfer. In dem Sinne, Matthias, sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank, dass wir bei euch sein konnten. Wir haben zu danken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ihr wisst ja, was jetzt immer kommt, ne? Am Schluss, du machst jetzt mal mit. Abonnieren, liken und vielleicht auch die Glocke klicken. Die Glocke. Dann vielen Dank und tschüss vom EuRev-Gelände. Tschüss.